Das Thema Masernerkrankung war hierzulande jahrelang gar kein Thema. Die Krankheit galt als nahezu ausgerottet. Doch nun verbreitet sich der Erreger in einigen Regionen erneut und wer nicht dagegen geimpft ist, riskiert eine Ansteckung. In Berlin ist ein Kleinkind an den Folgen der Masern gestorben und die Sorge in der Bevölkerung wächst. Die gute Nachricht vorweg. Wer in der DDR aufgewachsen ist, hat die Schutzimpfung sehr wahrscheinlich erhalten. 98% der Leute waren damals immun gegen Masern, sagte die Amtsärztin des Landkreises, Karina Pilling. Aber es ist nie verkehrt, lieber doch noch mal nachzufragen, ob der Schutz auch heute noch hält. Na gut, da gehen wir mal vom Jahrgang 74 davon aus, dass Sie darunter gefallen sind. Aber nichtsdestotrotz würde ich Sie schon noch mal nachimpfen, weil oftmals nur eine Impfung gesetzt wurde. Und wir wollen gerne, dass die Leute also wirklich zwei Masernimpfungen haben. Und dann ist der Schutz schon gegeben, ja. Doch warum breitet sich die Krankheit gerade jetzt wieder verstärkt aus? Berlin ist eine der am schlimmsten betroffenen Städte. Aber auch in Leipzig, Wittenberg oder auch im Osterzgebirge geht das Virus um. Die Schlinge zieht sich um den Landkreis Zwickau herum immer enger zu. Naja, wir haben immer weniger Leute, die sich impfen lassen. Und ein Großteil denkt, ach, uns geht's doch gut, ist doch alles wunderbar. Wer hat denn noch die Masern? Ist doch alles nicht schlimm, sind Kinderkrankheiten. Ne? Aber das ist eben bei Weiden nicht so. Also die Bevölkerung ist immer schlechter geimpft. Die Impflücken werden immer größer. Wir haben eine globalisierte Welt. Die Leute kommen aus der ganzen Welt. Wir fahren in die ganze Welt und in vielen, vielen Ländern der Welt. Ja, da sieht es nicht so aus wie bei uns im Land. Und wir können diese Dinge mitbringen oder die Dinge werden auch mitgebracht. Keinen Spaß versteht die Amtsärztin bei Fällen, in denen Eltern ihre gesunden Kinder absichtlich mit erkrankten Kindern spielen lassen, damit sie die Masern auch bekommen und danach immun sein sollen. Ein höchst gefährliches Denken, findet die Medizinerin. Ja, dazu fällt denn eigentlich nichts ein, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Also man ist einfach nur entsetzt. Für mich ist das ein Straftatbestand. Denn welche Eltern würden denn sich selber zumuten, zu einem schwer Grippeerkrankten oder andersweit Infizierten hinzugehen und sich selber einfach mal so, um sein Immunsystem zu stärken, sich die Erkrankung selber zuzumuten? Wer würde das machen? Ich nicht, Sie sicher auch nicht. Und meinen eigenen Kindern mutet man sowas sowas zu, halte ich für unverantwortlich, muss ich sagen. Die Kinder sind schwerst erkrankt unter Masern, unter Umständen. Und es kann zu Todesfällen kommen, es kommt auch zu Todesfällen und die sind auch in Zeiten der wirklich hochmodernen Medizin einfach nicht zu vermeiden. Und die Todesfallrate liegt bei 1 zu 1000 erkrankten Kindern. Und das ist für meine Begriffe unheimlich viel. Und das kann man einfach nicht machen. Um gegen Masern immun zu werden, gibt es nur eine einzige sinnvolle Möglichkeit: die Impfung, die obendrein noch nicht mal was kostet.